Ja, also ich muss mit Gwendala reden, also entweder Gwendala oder jemanden, der Bogen bauen kann. Dann kriege ich eine Quest von ihm. Ihr scheint etwas betrübt, kann ich euch vielleicht helfen? Nun, es gäbe da etwas, doch ich würde euch nur damit behelligen, wenn ihr euch nichts Wichtigeres herumtreibt. Ich erwarte eine Ladung seltener Hölzer aus Maraskan. Es sind besonders wertvolle Triebe des seltenen TikTok-Baums. TikTok-Baums. Ein sehr leichtes, flexibles, weißes Edelholz. Meister des Bogenbaus könnte daraus einen seltenen und begehrten Langbogen elfischer Bauart herstellen. Ich bräuchte jemanden, der zum Hafen geht und sich über den Verbleib dieser Lieferung kundig macht. Ich schaue gern nach eurer Lieferung, werter Laurelin. Hab vielen Dank. Seid gegrüßt, Entität des Sa. Ja, was kannst du uns beibringen? Also ja, den Scharfschützen, den haben wir. Ausweichen. Eiseskälte, Kämpferherz. Der Elf wird in einen Kampfrausch versetzt. Also das ist ein elfischer Zauber. Sein Rüstungsschutz und seine Selbstbeherrschung werden erhöht und er ignoriert jeglichen Schaden. Nach Ende des Zaubers erleidet er aber den ihm zugefügten Schaden komplett. Also nicht unbedingt. Seidenzunge, Elfenwort. Dieser Zauber hindert das Opfer daran, allzu genau über die Aussage des Zauberers nachzudenken. Der Verzauberte kann die Gefühle und Stimmungen seines Gegenübers erkennen. Menschenkenntnis. Nee. Also ja, eine neue Nebenquest. Des Elfen Trainers Bestellung. Der elfische Bogenbauer Laurelin bat mich, eine Ladung Holz für ihn vom Hafen abzuholen. Es handelt sich dabei um ein ganz besonderes, leichtes und flexibles Holz aus Maraskan, aus dem äußerst wertvolle Bögen gefertigt werden können. Ich soll die Lieferung TikTok-Holz vom Hafen abholen. Gut, okay. Jetzt aber erst einmal wieder in unser Häuschen. Weil hier in der im Preiosplatz haben wir nichts. Wir haben was in der Grafenstadt. Und wir müssen zum Hafen. Aber erstmal müssen wir das ganze Zeug loswerden. Und am besten Würwosch sagen. Bitten, er soll die beiden anderen Werkbänke anfordern. Das können wir uns jetzt sehr gut leisten. Wir können bei der Gelegenheit auch das ganze Zeug mal umlagern in die einzelnen. Rolana, ist er das? Oh. Eine ziemlich goldene Amazone. Der Streiter der Drachenqueste. Irgendwie hatte ich mir mehr erwartet. Entschuldigt, Herr, diese Amazonenfrau ist von einfach hereingeplatzt und denkt darauf, mit Rolana zu sprechen. Ich. Ruhe, wenn eine Amazone spricht, hast du gefälligst zu schweigen, Zwergendiener, sonst mache ich dich noch ein Stück kürzer, du halbe Portion. Ich muss doch sehr bitten, was geht hier vor und was habt ihr in meinem Haus verloren? Erklärt euch. Brennoja hat recht, Schwester. Was fällt dir eigentlich hier so aufzuführen? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich mich für dich schämen. Entschuldigt ihr Auftreten. Aedan ist wie ich eine Tochter Kurkums und seine treue Freundin und Schwester. Auch sie überlebte damals den schicksalhaften Tag, als Kurkum unterging. Seitdem verbindet uns der gleiche Schwur nach Rache. Von der Schmach der Niederlage erfüllt, schworen wir, dem Pfad Rondras zu folgen, um eines Tages mit dem Segen der Löwin auch den letzten Feind Kurkums zu bezwingen. Wir waren vor einiger Zeit eine Gruppe schwarzer Amazonen auf der Fährte. Allerdings verlor sich ihre Spur bei Luring, wo wir beschlossen, uns aufzuteilen. Aedan ging in Richtung Salmingen und ich nach Avestreu. Danach wollten wir uns in Ferdok treffen, um uns zu beraten. So ist es. Ich konnte die Spur der Dirnen Belhalas wieder aufnehmen und verfolgte sie bis nach Ferdok. Als ich hörte, dass du trotz unseres versäumten Treffens noch in der Stadt weiltest, musste ich dich einfach aufsuchen.
Alles schön und gut, doch verstehe immer noch nicht, was dich so lange aufgehalten hat und weshalb du die Rüstung Kukums trägst. Die Reserie steht uns dem Willen der Göttin nach erst bei der Erfüllung unseres Schwurs zu. Glaubst du wirklich, die Göttin würde wollen, dass wir nicht gut gerüstet gegen unsere ärgsten Feinde ziehen? Immerhin ziehen wir gegen die Magdalenata. Aber du warst ja schon immer zaghaft. Einen Moment mal, schwarze Amazonen, Magdalenata, wovon redet ihr überhaupt? Törichte Unwissenheit, es ist keine Zeit zum Planen, wir müssen handeln. Jetzt reicht es, Edan. Dieses Brennoyers Haus, also sind wir auch eine Erklärung schuldig. Die Magdalenata sind auf Löwenstein und Mendena stationierte Kämpferinnen, die auch schwarze Amazonen genannt werden. Sie bilden neben der unbesiegbaren Legion die Kerntruppe von Xarans Imperium. Sie sind fanatische Amazonenjägerinnen, Rondra-Hasserinnen und Bella-La-Praktikiererinnen und werden bisweilen einem von Xeras Prälaten zur Seite gestellt, wenn auf einen zahlungswilligen Baron Eindruck gemacht werden soll. Ansonsten ziehen sie in kleinen Truppen moderierend durch die Lande und versuchen, alle Reste des Rondra-Glaubens auszutilgen. Wegen ihrer Kampfkraft und Unberechenbarkeit sind sie auch bei vielen Söldnertrupps hoch angesehen, von denen sie schon so etliche zur Borbarat und von denen sie auch schon etliche zu Borbarat und Belala bekehrt haben. Sie sind meist mit Säbeln oder anderen scharfen Hiebwaffen bewaffnet, mit dornverzierten Plattenteilen, dazu Schallern und schweren Stiefeln gerüstet. Sie sind meist mit Booten auf den Flüssen und den Küstensümpfen Xeranias unterwegs, da kein Pferd sie tragen will. Diese Magdalenata, sie zu richten, ist die letzte Tat, die uns noch von der Erfüllung unseres Rondra-Schwurs trennt. Danach werden wir vollständige Mitglieder des Bundes sein. Ich werde meiner Schwester ohne zu zögern in den Kampf gegen sie folgen und es wäre mir eine Ehre, wenn du ihr und wenn ihr uns in diesem Kampf zur Seite stehen würdet. Jo, durch Rolane, die Ehre ist ganz auf meiner Seite. Wie sieht unser nächster Schritt aus? Noch wissen wir ja nicht genau. Sonst wissen wir ja nicht, wo wir genau. Noch wissen wir ja nicht, wo wir genau nach dem Gegner suchen müssen. Natürlich wissen wir das. Ich konnte sie bis nach Grafenstadt verfolgen. Des Nachts brochen sie in die verwaiste Taverne zur Goldenen Lanze ein. Scheinbar benutzen sie sie als Schlupfwinkel. Der Plan ist einfach. Wir gehen in die Taverne, stellen diese verderbten Streiterinnen Belaras und beenden ihr lästiges Dasein und durchkreuzen so die finsteren Pläne ihres dunklen Herrn, was immer diese auch sein mögen. Ich werde vorausgehen und die verlassene Taverne weiter im Auge behalten. Wir treffen uns da am großen Platz und rüstet euch gut, auch du, Rulane. Sei unbesorgt, Schwester. Wir werden gerüstet sein. Auf bald, Aedan. Möge Rondra deine Sinne schärfen. Okay. Die Magdalenata. Die Amazone Aedan war Gast in einem Haus und es stellte sich heraus, dass sie mit Rulana hinter einer Gruppe von dunklen Amazonen her ist, die Magdalenata genannt werden. Aedan wartet in Grafenstadt auf dem großen Platz auf mich und beobachtet die Taverne, in der sich die Magdalenata eingenistet haben. Rulana und ich werden sie aufsuchen, sobald wir bereit sind, diese düstere Meute gegenüberzutreten. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Erst einmal. Zu Diensten? Ja. Genau, ich hätte gerne Werkbänke. Zu Diensten. So. Während die geliefert werden, gucken wir mal kurz in den Keller. Unser Wühlschrat hat wohl noch nicht gewühlt. Gut, dann werden wir jetzt erst einmal aufräumen. So viel Zeit muss sein. Also, was haben wir hier drin? Hi.
Viel zu viel. Zeug. Hier sind besondere Sachen drin, also kommt da auch mal das rein und das und der horasische Kampfstab auch. Ah, und die Elfenrobe. So. Hier hatten wir eigentlich alles, was wir so. So, hier war auch noch was drin, gell? Ja. Ich versuche meine. Habt ihr was Neues hier? Ich habe es schon vernommen. Ihr habt den Unholden der Geschubten Beine gemacht. Aber noch wichtiger ist, dass der Tempel das heilige Buch der Schlange wieder innehat. Ja, kannst du uns dazu noch was sagen? Nee. Es passiert nichts, Meister. Schön, euch zu sehen. Meister Rakorium ist immer noch in seine... Passieren? Was soll denn auch passieren? Du musst wirklich noch viel lernen, nur... Rotte, die hohe Wissenschaft hat selten mit etwas passieren zu tun. So, gut, okay. Sprich, Freund. Gwendala ist gerade... Achso, wir sollten dann auch Pfeile und so aussortieren ein bisschen nachher. Ja. Ah ja, erstmal hier alles einsortieren. Was wir so gerade nicht brauchen. So, ist noch was? Nö, ich denke mal nicht. Oh. Ah doch, Drachenblut haben wir noch. Was weg kann. So. Also ja, ich werde wahrscheinlich 3 Sticks Pfeile mitnehmen. Den Rest erstmal wegpacken. Wo hat sie jetzt den Bogen? Warum hat sie den da hingepackt? Das Ganze kommt in die Schmiede. Die beiden Sachen. Oh, ich habe ja auch noch alles voll. Lederbänder. Alles klar. Meint ihr? Okay, kommt nicht alles in die Schmiede. Das bin ich. Kriegspfeile, Bolzen. Du hast nichts, was wir gerade wegpacken müssten. Also ja, wir haben sehr viel Kräuter und so.
Quellwasser haben wir auch sehr viel. Wie viel Zwiedestillat brauche ich eigentlich für einen Heiltrank? 5. Ah, das macht es dann wieder etwas unschöner. Aber ja, gib mir mal raus, ruhig. Ein Stack Einbeeren und ein Stack Quellwasser. Die du nicht brauchst, sondern du. Na klar. Und dann haben wir jetzt mal 10 Einbeersaft mehr.